willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den Mac Superline, nicht nur für den iTest 2, sondern auch natürlich für den ATS. Klar, könnt ihr für beide Versionen hier nutzen. Und den schauen wir uns heute mal an und gucken mal, was da alles mit so dabei ist. Jetzt gleich nochmal, bevor wir durchstarten, in der Beschreibung habe ich den Gumroad-Link reingepackt, den Original-Link. Jetzt ist es so, wenn ihr den haben wollt, keine Panik, ihr müsst den nicht kaufen. Ihr klickt einfach auf 0 Euro und klickt einfach auf Kaufen und schon kriegt ihr den dann per E-Mail zugesendet. Was aber zu beachten ist, ist natürlich, ihr dürft natürlich gern 1 Euro dalassen oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 Euro oder was auch immer. Als kleine Spende geht natürlich hier auch. Aber nur das so nebenbei, nicht, dass er hier gleich wieder erschreckt. So, wir gucken mal an, was wir für Fahrerhäuser hier haben. Also wir haben hier die 77er, wir haben hier mit Luftfilter, wir haben die Daycap-Variante, wo der Luftfilter unten versteckt, ne? Ja, da unten ist er versteckt. Oder mit Filter hier oben. Achso, das ist er ganz weg. Achso, mit Filter und ohne Filter. Alles klar, wir nehmen natürlich mit Filtern. Ne? So, es gibt den 181er, dann gibt es den 199er und den 240er. Der sieht dann so aus. Ja, da könnt ihr euch dann raussuchen, was ihr wollt. Hier sind dann die Trailerkabel hier und da sind sie halt weiter vorne. Ne? Klar, logisch. So, Motorisierung gibt es von bis was? Getippt, getuned bis 800 sehe ich hier. Alter, hau mir ab. So, glaube ich, brauchen wir gar nicht. Wir nehmen Detroit Diesel, das klingt schon mal gut. 12 Gänge lasse ich mal so drin. Interieur sieht natürlich so aus. Sieht sehr toll aus, also muss ich schon mal hier sagen. Ne? Gibt es auch die Grau-Black-Variante, also ja, genau, Grau-Schwarz. Könnt ihr euch dann hier raus. Finde ich ganz klasse, sieht gut aus. Skins haben wir eine ganze Menge dabei. Wir haben so ein Barbershop-Stripes, wir haben ganz viel verschiedene Sachen mit dabei. Aber es ist aus Ami-Style so typisch, diese Stripes. Ne? Die sehen einfach richtig gut aus. Hier noch mit. Genau, mit dem Eiffelturm hier. Dann haben wir noch die Metallic Edition. Dann hier Mac Magnum. Also richtig geine Sachen dabei, ne? MacLean. Oh, Oldschool. Guck mal hier, Alter. Stripes wieder. Also richtig geile Hobel. Holle die Waldfee. Also da könnt ihr euch das passende raussuchen. Kommen wir mal zu den Amber Parts. Eine ganze Menge. Rundumleuchten sind dran, könnt aber auch wegmachen, wenn ihr wollt. Wir haben hier die Hörnchen, die sind hier schon da. Es gibt aber auch die Adapter, die hier bei mir aber grau bleiben. Ne? Da brauchen wir wahrscheinlich irgendwelche diversen Anbauparts oder so. Es gibt den Spoiler. Den lasse ich jetzt einfach mal sporadisch drauf, den finde ich auch ganz gut. Hier gibt es Lichtadapter. Ihr könnt dann noch Lampen anbauen, wenn ihr welche habt. Also ich nehme jetzt einfach mal weiße. So, zack, als Bleistift. Könnt aber selber gucken, was ihr hier braucht. Jetzt muss ich immer schnell schauen, was hier noch mit dabei. Wir haben jetzt ein Logo, ein Mac-Logo, kein Logo, ein Paint-Logo und nochmal ein anderes Sonnenschild. Sieht dann so aus. Aber ich finde das mit Logo eigentlich ganz hübsch. In der Mitte dieser Stab, cool. Spiegel, Alter, hau mir ab. Stock, Bulldog, Paint mit Bulldog, mit Spiegel, mit Außenspiegel, mit Zusatzspiegel und. Sieht richtig stark aus. Da habt ihr ganz schön was zu tun hier. Auch am Anbau, ne? Chromspiegel, die nehmen wir mit. Was haben wir hier noch für Blinker? Die Trucks LED hier zum Nachrüsten. Nehmen wir mal mit. Komm, wir haben mal ein bisschen modern aufgerüstet. Spiegel, blauen Spiegel. Dann haben wir so einen Rundspiegel nochmal mit Chrom dabei. Rot, hier gelb. Also gibt es ganz schön verschiedene Sachen. Dann müsst ihr euch halt dann das passende raussuchen, was ihr hier euch vorstellt. Oder. Da gibt es den Gold Duck. Ne? Hier gibt es auch den Rubber Duck. Gold Duck. Da könnt ihr euch das passende raussuchen. Hier, ne? Klar. Mac Superliner, das bleibt, das ist also nicht mehr hinterlegt. Scheinwerfer gibt es die alten, dann gibt es ja auch mit so LEDs noch und mit Positionsleuchten. Was das genau ist, müssen wir uns dann anschauen. Ne? So, hier auch nochmal LEDs an der Seite, schauen wir dann später auch nochmal drüber. Chrom lackiert ist wahrscheinlich das Kennzeichen, das schauen wir uns dann gleich noch an. Da sieht er ganz schön bullig aus, der Hobel hier. Ne? Guck mal hier, Alter, hau mir ab, ey. Richtig geiler Mod, aus dem STS-Forum übrigens. Ne? Guck mal hier, überall ein Haufen Gedöns. Alter, hier, da ist eine frische Palette dabei hier. Ist hier noch? Ah, hier sind acht, da sind hier noch Palammen dabei, ne? Ah, cool. Also da könnt ihr hier richtig gucken, ne? Und hier müsst wahrscheinlich dann, ach nee, hier ist bloß ein Punkt. Ach so. Kennzeichen. Ach so, das muss man dann, ah gut, verstehe schon. Wenn der Punkt dann hier ist, dann müsst ihr dann, ah ja, verstehe schon. Dann müsst ihr dann praktisch hier, das ist dann der Punkt, Moment. Warte mal, Chrom? Ja, Chrom will ich nicht, ich bin kein Chrom-Fan, müsst ihr ja. Das wäre dann praktisch hier. Ich nehme jetzt, warte mal, so. Und jetzt kommen wir nochmal runter. Da habt ihr dann hier diese Variante. Genau, dann sieht es so aus. Oh, geil. Sieht richtig gut aus, ey. Geil. Das gefällt. So, was haben wir hier noch? Da muss ich mal gucken, was hier noch drauf passt. Ne? Ah, die Lizenz, ne? Also das Kennzeichen. Einmal hier Texas oder dann hier gibt es auch noch hier so was Mac-Logo. Aber sieht richtig stark aus. Das gefällt, ne? Und dann hier noch die Lampen dazu. Coole Geschichte. Also ihr seht, Haufen Gedöns.
auch hier Plaste, poliert und Chrome. Was haben wir da noch? Stock. Chromstreifen, kann man mal lassen. Nehmen wir mit. Was haben wir noch? Ach, die Tanks in größeren Varianten gibt es auch. Long. Ah, komm, nehmen wir die hier. Was wurscht. Auch nehmen wir hier, nehmen wir die braunen Streifen. Ne? Sieht besser aus. Schauen wir da noch. 5 Inch, 6 Inch, 6 Inch und 8 Inch. Oh, wow, hau mir ab, ey. Geil. Also könnt ihr richtig hier ein bisschen kleinere Variante hier nochmal. Und dann hier nochmal so extra so ein, ich weiß gar nicht genau, Heat Shield nennt sich das. Ich bin jetzt ja nicht so der Ami-Trucker, aber sieht trotzdem ganz cool aus, ne? Muss man schon mal sagen. So, Kabel, ach, das haben wir schon. Was haben wir hier noch? Genau, die Platte zum Draufsteigen kann man gebrauchen. Klar, wenn du Trailerkabel dran machen willst, dann muss das schon sein hier. Verkleidung, da schauen wir gleich noch. Paint, nee, das lassen wir weg. Was war hier noch? Eine Treppe, klar, eine Leiter. Plaste, Chrom, Paint. Nee, will ich nicht. Ich bin kein Chrom-Fan hier. Das ist eine komplette Full-Paint-Variante hier. Ne? Ja, komm, das lassen wir einfach mal so. Hinten, wie sieht es hinten aus? Das ist jetzt hier, warte mal. Verschiedene Varianten hinten am Popo. Schmutzlappen. Ja, da müsst ihr ja das passende raussuchen, ne? Was euch gefällt hier. So wurscht. Und hier haben wir dann noch Stock. Ach, guck mal, da kannst du selber noch was anbauen. Oh, hier. Zack. Geil, geil. Da gucke ich jetzt aber gleich mal drüber. Wir schauen jetzt gleich mal. Ah, das gefällt mir nicht. Ich gucke jetzt mal hier ganz schnell, was hier, ob hier welche Lampen mit dabei sind. Was ja auch ganz interessant ist. Das ist die Custom Plate. Also mir Real Life Left. Ah, guck an, hast du hier praktisch die richtigen Lampen. Rot wäre das jetzt hier, so ein Right, Left, 4 Inch, Left. Hier wird's mal Right. Dann Right, das nützt mir aus. Rücklicht. Dann habt ihr hier nochmal Left, Flatline, was auch immer das sein mag. Ich nehme es einfach mal mit, weil ich habe absolut keinen blassen Schimmer, was das ist. Hier gibt es auch nochmal diverse andere Varianten. Hier gibt es nochmal was. Rücklicht. Wie was? Die nehmen wir nochmal. Achso, der ist rechts. Dann kommt das mal weg. Alter, was für Lampen hier, ne? Guck mal hier, alles voll Zeug, ey. Small, Flatline. Was ist denn das für ein Ding? Alter, hau mir ab, ey. Da bist du richtig beschäftigt, hier das alles anzubauen, ne? Hätte ich noch gedacht hier? Nee. Jetzt finde ich, natürlich muss ich mal schauen, ob hier noch irgendwo noch die Schmutzfinger mit dabei sind. Ne? Cover. Oh cool, so Cover nehmen wir mal mit. Ah ja, und dann sind hier die Schmutzfinger dran. Alles klar, ja gut, dann ist es relativ simpel. Also das mit den ganzen Lampen, ja, da müsst ihr euch ein bisschen austesten. Ich habe es jetzt einfach mal so sporadisch gemacht. Muss man halt gucken, ne? Komme ich jetzt mal zum Amberpunkt? Ja, ne? Also ich könnte jetzt hier auch noch was hinsetzen. Was genau? Ich habe nämlich hier nochmal so irgendwas mit 4 Inch Left, 4 Inch Right, was auch immer. Mit Flatline, es ist doch extra ein Visor drauf, ne? Ach, jetzt hier kann man sehen, die haben extra noch so ein Bügel drüber, also kein Bügel, so ein Schirm, wie meine Mütze, haben die da noch drauf. Alter Verwalter, ich lasse das jetzt einfach mal so, ne? Ihr könnt da selber ein bisschen rumballern, hier rumtesten, aber das sieht richtig gut aus, ja. Interieur, was haben wir denn hier? Das haben wir schon gehabt. Ihr habt hier natürlich, wenn ihr wollt, so ein bisschen Klimbim mit dabei. Das machen wir auch mal ein bisschen Weihnachtsgedöns. Wir haben hier noch hier kurz vor Heiligabend. Da kann man schon noch ein bisschen was machen. Ne? Zack. Was haben wir da noch für Dinge? Was ist das hier? Oh komm, CB-Funk muss mit. Spiegel haben wir schon. Dash-Slots, da könnt ihr noch ein bisschen was dran bauen. Will ich jetzt hier aber gar nicht so viel machen. So ein bisschen. Das haben wir schon. Was haben wir da noch? Navi? Ja komm, aber Navi ist falscher Ort. Hier. Navi bestimmt auf der anderen Seite, oder? Hier. Guck mal, so viele Anbaupunkte hier. Horse Guide. Ich lasse einfach, ich habe das gar nicht gesehen, was es war. Egal. Was haben wir hier noch? Oh, ja, nochmal. Ah, komm, lass das schwarz, will ich nicht. Ah, ne, das ist draußen wieder. Da musst du genau gucken. Drei Speichenlenkrad hier. Mac, guck mal. Mac modern. Boah, das sieht gut aus. Oh, ich nehme das kleine. Das gefällt besser. Holzpanel oder schwarz. Hier haben wir noch so ein bisschen Gedöns mit dabei. Dort kann man sonst ja noch die Tasche hinstellen. Und dann sind wir im Prinzip. Was haben wir hier oben noch? Alles, was draußen ist, ne? Aber dann hier noch mit dabei. Aber sieht richtig, richtig stark aus. Coole Sache. Interieur. Da sind wir. Jetzt passt mal auf. Wir haben ein paar Positionsleuchten. Die leuchten auch schon hier. Coole Sache. Das sieht schon mal alles ganz fein aus. Boah, schöner Sound, ne? Also für unsere Hardcore-Trucker ist das auf alle Fälle was, dieser Mac. Der sieht schon richtig gut aus. Schöne Hupe. Hohoho. Der hat Dampf unterm Kessel. Ja, der sieht richtig gut aus. Ja, das ist ein Oldschool-Skin. Ich kann es nicht genau lesen jetzt hier.
Aber sieht richtig stark aus. Mal gucken, ob die Scheibe runtergeht. Mal gucken. Ja, also von außen geht sie runter. Ich mach's mal hier von innen. Ja, pass mal auf. Ja, man sieht es anhand der Kurbel. Das läuft. Coole Sache hier. Geil. Blinker. Das funktioniert auch. Hat man soweit gesehen hier. Toll. Cooler Mod. Kommen wir mal zum Lichttest. Standlicht. Da ist er. Da haben wir praktisch so LEDs verbaut hier. Das ist das, was ich mir jetzt ausgewählt habe. Auch hier oben diese, sagt man hier, von der Stoßstange oben, das sind auch LED-Punkte. Gibt es ja noch ganz viel verschiedene auch, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Ne? So, normales Licht. Fernlicht. Das leuchtet. Und das sieht auch gut aus. Hinten am Heck, das sind ja die ganzen Lampen, die jetzt hier noch mit dabei sind. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene. Ne? Ihr seht es jetzt hier anhand der Bremse. Das wäre jetzt hier unsere Blinker-Variante. Ne? Da sucht halt irgendwas, müsst ihr euch aussuchen, was euch da gefällt. Ne? Und Reverse und Rücklicht. Gut, da habe ich jetzt das andere drüber gebaut, war jetzt mein Fehler. Aber egal. Blinker vorne nochmal ganz kurz. Das sieht man da gar nicht so, ne, mit den LEDs. Ne. Das kommt da gar nicht zur Geltung. Scheibisch aus jetzt hier. So, nochmal. Jetzt aber. Interieurlicht haben wir keins. Aber dafür Rundumleuchten, ne? Optional. Da kommt er zum Vorschein, der Mac. Der macht richtig Krach. Das kann ich euch sagen. Oh ja, der macht sich die Laune. Wahnsinn. Ihr habt hier natürlich MPH-Anzeige, aber man kann es auch gut erkennen, da steht auch KMH da. Ich versuche mal hier 80 zu fahren. Ich hoffe, dass ich es eingeloggt habe. Ich muss mal gucken jetzt hier. 80, glaube ich, habe ich eingeloggt. Ja, passt. Also die Anzeige passt hier auch. Und sieht alles sehr stimmig aus. Das läuft ja alles, ne? Also sieht wirklich sehr toll aus. Dieser Mac Superliner heißt er, ne? Toll. Wirklich toller Mod. Ladet euch den mal runter und fahrt den im ETS 2 oder natürlich auch im ATS, so wie ihr das wollt. Ich habe schon mal am Anfang erklärt, wie das funktioniert. Macht wirklich Laune. Auch die Spiegel, die funktionieren ja alle. Das ist richtig, richtig geile, heiße Arbeit, muss man schon mal erwähnen. Und falls ihr noch Fragen habt zu dem Mod, dann dürft ihr es natürlich gerne machen. Einfach kommentieren unter dem Video oder im SCS-Forum. Link dazu alles in der Beschreibung. Und dann wisst ihr erstmal Bescheid. Ne? Ansonsten, wie immer, nicht auf Freifahrt. Macht's gut. Bis bald und adios, amigos.